Liebe Studierende, mein Name ist Julian Kunkel und ich möchte euch heute die Forschungs- und Softwareentwicklungsthemen im Bereich Hochleistungsrechnen vorstellen, die ich unterstütze. Zunächst einmal möchte ich kurz was über mich sagen, denn ich habe jetzt erst im Juni begonnen an der Universität Göttingen. Dort bin ich Professor, aber ich bin gleichzeitig auch Gruppenleiter im Bereich Hochleistungsrechnen an der GWDG. Was ist die GWDG? Die ist das Hochschulrechenzentrum, das beispielsweise E-Mail, aber auch Webserver bereitstellt. Darüber hinaus ist es auch Rechen- und IT-Kompetenzzentrum auf nationaler Ebene, stellt also für Wissenschaftler in Deutschland gewisse Services zur Verfügung. Und da kommen wir auch gleich an den Bereich HPC oder Hochleistungsrechnen. Was ist das überhaupt? Da geht es darum, massive Rechenleistung zur Verfügung zu stellen für wissenschaftliche Anwendungen oder Industrieanwendungen und somit den Fortschritt zu unterstützen. Wie sieht es konkret aus? Naja, man sieht hier im Hintergrund, in diesem virtuellen Hintergrund, sehr schön auch Racks von Server. Und stellt euch also vor, wir haben Tausende von Servern. Auf diesen Tausenden von Servern können wir beispielsweise eine Anwendung ausführen, die dort zur gleichen Zeit etwas berechnet. Zum Beispiel das Wetter von morgen, was uns ja alle interessiert. Gut, mein Hintergrund ist also Hochleistungsrechnen, das könnt ihr nur unschwer erraten. Darüber hinaus vertrete ich auch die datengetriebene Wissenschaften sehr stark. Mein Ziel in diesem Praktikum und mit euch und allgemein an der Universität Göttingen ist es die Synergie zwischen Forschung, Theorie und Praxis am Rechenzentrum sozusagen zu verheiraten. Das heißt, wir werden uns viel Anwendungsfälle am Rechenzentrum anschauen und versuchen, in unsere Forschung und tägliches Leben an der Uni einzubeziehen. Themenkomplexe, die mich interessieren, sind beispielsweise Hochleistungseinausgabe, datenzentrische Workflows, das Management vom Rechenzentrum, wie können wir wissenschaftliche Anwendungen durch den Einsatz von maschinellem Lernen beschleunigen oder verbessern und wie entwickeln wir wissenschaftliche Software. Das ist nur mal die grundlegende Themenkomplexe. Allgemein sieht es so aus, dass wir in der Praxis Projekte aus dem Betrieb des Rechenzentrums aufgreifen als Motivation, um neue Forschungen oder Entwicklungsprojekte zu starten, so auch mit euch. Und das bedeutet, ich werde euch sehr schnell mit einem Experten des Rechenzentrums in Verbindung bringen, der dieses konkrete Problem eben hat und euch während dieser Aufgabe auch unterstützt. Darüber hinaus erfahrt ihr natürlich eine Betreuung von mir, ganz klar. Aber wir haben schon mal einen Experten, der euch helfen kann, beispielsweise Zugriff auf diese massiv parallelen Systeme hier zu bekommen, die ihr seht, und dann eben damit herum zu experimentieren. Und wer experimentiert schon nicht so gerne mit einem Ferrari herum? Es ist wohl mehr eine rhetorische Frage. Kann also ungeheuer Spaß machen und die Hoffnung ist, dass wir dann natürlich was rausbekommen, was uns auch interessiert und was wir dann in die Praxis mittelfristig überführen können und beispielsweise neue Services oder Verbesserungen der Leistungsfähigkeit bestehender wissenschaftlicher Anwendungen führen kann. Was wir vorhaben, ist, dass wir in Kürze eine Themenliste auf unserer Webseite bekannt geben. Leider bin ich jetzt ja auch ganz frisch dazugekommen und die beiden bestehenden Professoren, das ist der Herr Ramin Jayapur und der Philipp Wieder, die auch an der GWGD sitzen eben und sozusagen auch diesen Anspruch haben, Wissenschaft und Praxis zu verheiraten. Die zusammen werden wir eben unsere Themenliste auf der GWDG-Webseite veröffentlichen. Ja, wie dem auch sei, ich wünsche mir einfach, dass ihr ein tolles Thema findet und weiterhin alles Gute. Ich nehme an, ich sehe euch bald auch mal in einer der neuen Veranstaltungen, die ich anbiete im Wintersemester. Bis dann. Tschüss.